Und in Berlin begrüße ich jetzt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ja, ab Samstag gilt die Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten, haben Sie heute verkündet. Das kommt aber für einige Länder zu spät, zum Beispiel für Hamburg. Da sind die Ferien längst zu Ende. Guten Abend, Frau Stichler. Auch für Hamburg gibt es ja schon, wie für ganz Deutschland, seit vielen Monaten klare Regelungen für Einreisen aus Risikogebieten, nämlich 2 Wochen Quarantäne. Die Quarantänepflicht, die besteht. Die besteht übrigens auch fort, solange man keinen Negativtest hat, auch für die Zukunft. Was hinzukommt, ist jetzt tatsächlich die Testpflicht ab Samstag. Sie macht auch deswegen Sinn, weil wir jetzt Zug um Zug ja auch aus Drittländern, also aus Nicht-EU-Staaten, wieder Einreise nach Europa haben werden. Und die Risikoländer, das sind fast ausschließlich Nicht-EU-Staaten. Also das passt jetzt auch gut in den zeitlichen Kontext. Sie haben heute auch mehrfach gesagt, dass mit der Quarantäne das klappe nicht. Die Leute begeben sich nicht in Quarantäne. Und wer kontrolliert das dann? Tatsächlich bei der vor allem auch Landeinreise ist vielen auch gar nicht bewusst, etwa wenn sie mit dem Auto aus dem Westbalkan, aus der Türkei nach Deutschland kommen, dass es schon heute eine Verpflichtung gibt, schon seit vielen, vielen Wochen, sich dann bei seinem Gesundheitsamt vor Ort zu melden, eine Verpflichtung zur Quarantäne gibt. Wir werden auch dort nochmal verstärkt aufklären und informieren. Mhm. Und hinzu tritt jetzt eben, dass man verpflichtet ist, entweder ein Testergebnis schon zu haben, also sich selbst testen zu lassen, oder dann, wenn man das nicht vorzeigen kann, auf Aufforderung, dann eben auch einen Test zu erdulden, aber, wie es im Gesetzestext heißt, ja, also tatsächlich eine Testung dann auch vornehmen zu lassen. Aber wie soll das rein praktisch gehen? Steht dann jemand am Gate und sagt, bitte mitkommen? Das ist tatsächlich so, dass sicher an einigen Flughäfen, das haben die Länder, die zuständigen Behörden vor Ort auch schon angekündigt, Rückkehrende mit dem Flugzeug aus Risikogebieten dann am Flughafen geleitet werden, vorbei an entsprechenden Teststationen und dort eben getestet werden. Und das, wenn sie keinen anderen Nachweis haben, dann eben auch erdulden müssen. Das ist ohne Zweifel ein Eingriff in die Freiheit. Ich finde aber, es ist ein zumutbarer Eingriff in die Freiheit. Er schützt ja die Reisenden und er schützt uns alle, dass dieses Virus eben nicht verstärkt wieder ins Land getragen wird. Freiheit kommt für mich immer auch mit Verantwortung für mich und Verantwortung für andere. Mhm. Im Film klang es schon an, und das wurde ja auch schon mehrfach gesagt, ein Test genüge nicht. Das wird ja immer wieder betont. Das sei eben nur eine Momentaufnahme. Ist das nicht auch eine Gefahr? Ohne Zweifel ist es gut, und das können die Behörden vor Ort auch anordnen, dass es noch einen zweiten Test geben kann und geben soll, nach 5 bis 7 Tagen. Aber diese zusätzlichen Testungen sind auf jeden Fall eine Sicherheitsverbesserung im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Wir sehen ja auch vergleichsweise mehr Positivtestungen bei den Reiserückkehrern als in der allgemeinen Bevölkerung. Bei den allgemeinen Tests in den letzten Wochen hatten wir so knapp 1% positiv. Im Moment sehen wir an manchen Flughäfen bei den Einreisen, dass dort bis zu 2,5% der Getesteten positiv getestet werden. Also es hat einen deutlichen Sicherheitseffekt schon so. Klar, besser geht immer, perfekter geht immer. Aber am Ende müssen wir eben auch die Balance finden zwischen dem, was praktisch geht, zwischen dem, was von den Kapazitäten her geht und dem, was dann eben tatsächlich auch zusätzliche Sicherheit bringt. Und diese Testpflicht bringt sie definitiv. Danke, Jens Spahn, für dieses Gespräch. Sehr gerne.